Und herzlich willkommen zu Schönblöd, der tollsten Sendung im Universum. Jetzt ist es übertrieben, glaube ich. Nö, denn wir hatten heute mal eine großartige Idee. Wir wollen ja nicht auf dem Abstellgleis landen und haben den Experten für verfahrene Situationen gefragt. Sein Tipp, alles stoppen und Notfahrplan fahren. Ja, sehr wahrscheinlich wird auch der sogenannte Notfahrplan so nicht zu fahren sein. Oh, schade. Hauptsache vernünftiger Kompromiss, sag ich immer. Hier ist der Schlüssel zur Redaktion. Klaus Weselski, übernehmen Sie. Streik, ja, das ist ja jetzt blöd. Komm, was kostet die Welt? Dann fliegen wir halt mit dem Flugzeug. Ich habe insgesamt 4-mal angerufen. 4-mal wurde mir versichert, es wird funktionieren. Sind wir insgesamt 2 Stunden hier angereist? Für nichts. Na, was heißt für nichts? Für die Solidarität mit all den anderen total genervten Menschen, die einfach nur mal ihre eine Woche Resturlaub woanders verbringen wollten. Tja, andererseits auf Hawaii soll's ja auch nicht so toll sein. Dann doch lieber mit dem Hund Gassi gehen zu Hause oder ins Schwimmbad fahren. Ach nee, fahren geht ja auch nicht. Es gibt keinen Bus, keine Bahn, kein Mietauto. Da bleibt nur eins. Lauf, Forrest, lauf, Forrest, lauf! Gut, mit 40 Kilo Gepäck ist das vielleicht blöd. Naja, vielleicht streiken Bahn und Piloten ja im Sommer gerade mal nicht. Dann kommen zigtausend Leute nach Frankfurt zum Fußballfeiern, Europameisterschaft. Ja, die kommt wirklich. Und das vielleicht sogar ohne, dass irgendein Funktionär dafür ein paar Millionen Euro kassiert hat. Jetzt gilt es natürlich auch, die Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft so zu unterstützen, dass sie möglichst weit kommt. Da würde ich mal Erich Ribbeck fragen, wie das geht. Naja, damit das schon mal gut losgeht mit der Europameisterschaft, ist Maskottchen Albert vorgestellt worden. Wir erinnern uns, Maskottchen im Fußball gibt es ja irgendwie überall. Und hier mal eine Galerie der hässlichsten. Ein Warmwasserboiler, ja, ein Warmwasserboiler. Dann hier einer namens Debilo, keine Ahnung, warum der so heißt, echt. Und, oh Gott, ist das ein Fisch? Naja. Und nun also Albert. Etwas, das aussieht wie eine Mischung aus zu kurz geratenem Eichhörnchen mit erheblicher Adipositas und irgendwas aus dem 1-Euro-Laden. Immerhin auf dem Kopf eine Dreizack-Antenne für besseren WLAN-Empfang oder was immer das sein soll. Immerhin, Albert hat anders als Plüschlöwe Goleo, Sie erinnern sich, eine Hose an. Na, wenn das kein Fortschritt ist, das ist doch schon mal schön. Zum Schluss noch was Nettes aus der Rubrik Reise durch Beklopptistan. Stehen wir da. Ja, stehen wir da. Ja. Im Regen. Genau, denn ins Becken springen und schwimmen ist nicht. Stein des Anstoßes, dieser Turm. Oder vielmehr das Schwimmbecken drunter. 30 Jahre lang sind Jung und Alt hier munter mit dem Kopf voraus ins kühle Nass gesprungen, bis Gefahr im Verzug war. Ein Gutachter hat's festgestellt. Das Becken ist nicht tief genug. Es fehlen zur absoluten Absprungsicherheit, ja, 5 cm Tiefe, deutsche Vorschrift. Konsequenz, der Sprungturm wird abgerissen. Beide Absprünge sind außerdem viel zu dicht nebeneinander. Circa 20 cm. Das ist ja gewaltig. Da bleibt nur eins, wie gesagt, Turm abreißen oder über alternative Nutzungsformen nachdenken. Vielleicht so als Erlebnisaquarium. Das wäre doch schön. Und damit tauchen auch wir für heute ab.